Hey ihr da draußen und herzlich willkommen in dieser neuen Folge Star Stable. Es ist schon die Folge 198 oder so. Oh Gott, wir sind fast bei den 200. Also schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr euch so als Special-Folge wünschen würdet oder ob ihr nichts Besonderes haben möchtet. Dann mache ich halt weiter. Und ja, aber ich habe heute etwas freigeschaltet hier in Hollowoods und das machen wir natürlich zusammen. Falls ihr irgendwie Geräusche im Hintergrund hört, das ist entweder meine Katze oder mein Hund, die umhertollen oder so. Aber ja, wir haben hier bei Jade was freigeschaltet, denn hier beim Mutter-Runenstein-Dings habe ich etwas für Runologie freigeschaltet und sie lehrt uns jetzt was Neues. Bist du bereit, mehr über Runensteine zu erfahren? Ja! Vielleicht hast du die mysteriösen Runensteine in Hollowoods schon gesehen. Diese Runensteine wurden vor sehr langer Zeit platziert, um den Fluss der magischen Energie aus Pandoria zu stabilisieren und zu messen. Diese Runensteine zu erhalten, ist eine wesentliche Aufgabe der Druiden. Jetzt ist es Zeit, dass du lernst, wie man Runensteine stabilisiert. Triff mich am Runenstein in der Nähe des Flusses. Ja, da hört ihr vielleicht meine Katze gerade im Hintergrund. So, hier. Da schwebt ein Stein. Na, sieh sich das mal einer an. Bist du bereit zu lernen, wie man Runensteine stabilisiert? Ja. Um einen Runenstein zu stabilisieren, wird ein Opfer benötigt. Keine Sorge, wir haben schon vor langer Zeit herausgefunden, dass dafür Gartenpulver bevorzugt wird. Es ist der Schlüssel für viele Dinge hier. Du könntest Glück haben und Gartenpulver finden, wenn du Hollowoods erkundest oder Waren mit unseren Händlern nahe des Muttersteins austauscht. Aber du hast Glück, ich habe gerade etwas dabei. Na los, nähere dich dem Runenstein. Ach so, okay. Glyphenrätsel, Regel, eine Glyphe erscheint über dem Runenstein. Finde diese Glyphe im Gebiet um den Runenstein, um die Herausforderung abzuschließen. Der Bodennebel schränkt den Bereich ein, in dem die Glyphe zu finden ist. Kosten ein Dings und Belohnung 15 Lichter. Sehr einfach. Einfach, mittel, schwer, sehr schwer, okay. Brillant. Siehst du die Glyphe, die oben auf den Runenstein aufgetaucht ist? Du musst das Duplikat dieser Glyphe oder dieses Musters in den Fluss der Energie finden, die den Runenstein umgibt. Der magische Nebel zeigt die Energie an, also suche innerhalb des Nebels. Warum suchst du nicht nach Glyphen und aktivierst sie? Okay, dieses Dings. Wir müssen hier irgendwo sowas finden. Kann es denn überhaupt sein? Oh, hier. Guck mal. Und dieses Glühwürmchen hier nehmen wir auch mit. Ganz easy. Okay.
Perfekt. Wenn du dich mit den Runensteinen beschäftigst, wirst du bald lernen, dass Glyphenrätsel nicht immer so einfach sind. Manchmal braucht es mehr zur Stabilisierung. Bald kannst du mehr Runensteine in Hollowoods stabilisieren. Halte so lange die Augen auf. Das ist eine wichtige Aufgabe. Okay, das heißt, wir müssen jetzt Steine finden. Steine, die leuchten. Dann suchen wir halt einen Runenstein. Ein neuer Runenstein zum Stabilisieren. Keine Runensteine. Was kann ich hier machen? Es ist weithin bekannt, dass Schüler der Runologie so vertieft in ihre Studien sind, dass sie gelegentlich wichtige magische Artefakte verlegen. Du kannst Gartenpulver jetzt in Laubhaufen finden. Ist das nützlich? Tiefergehende Mysterien, Level 1. Du lässt dir mehr beibringen, lernst dazu und kannst tiefer in die Bedeutung der Runenglyphen eintauchen. Größere Herausforderungen gewähren größere Belohnungen. Damit schaltest du den Schwierigkeitsgrad einfach für Runensteine, Glyphenrätsel frei. Okay, aber dafür habe ich nicht genug. Glühwürmchen sammeln. Der süße Duft von Schätzen lockt die Glühwürmchen zu gefangenen Taschen. Glühwürmchen halten sich an gefangenen Taschen auf, sodass es etwas leichter ist, welche zu entdecken. Okay, das brauche ich jetzt nicht wirklich. Fröhliche Lichtfängerin, Level 1. Mit einem derart strahlenden Lächeln, dass selbst das Licht Aidens deine Nähe sucht. Das Licht der Glühwürmchen wird aus kurzer Entfernung zu dir herangezogen, sodass du es leichter einsammeln kannst. Brauche ich jetzt nicht? Versteckt vor allen Augen. Überall im Wald sind Glühwürmchen zu finden, wenn man weiß, wo man suchen muss. Du kannst Glühwürmchen jetzt im Laubhaufen finden. Irrlichter entdecken. Sprich mit Rejansch, um zu lernen, wie man Irrlichter entdeckt und fängt. Damit schaltest du Irrlicht frei. Okay, aber dafür brauche ich mega viel, ne? Himera und Antea kehren zurück. Hier, Himera und Antea zu suchen. Okay. Satteltasche. Schalte die Satteltasche der frohmütigen Druiden im Frohmutshop frei. Gib dir auf deinen druidischen Abenteuer einen Hauch von Verspieltheit. Diese Satteltasche bezahlst du mit Licht. Hier, Frohmut-Make-up. Schalte das Make-up der frühmütigen Druiden im Druiden-Shop, Salon frei. Gib dir auf deinen druidischen Abenteuer einen Hauch von Verspieltheit. Starcoins. Ah, das ist ja doof. Hoppla. Ohrringe. Ah, nee. Hier bekommen wir ein Pet. Schalte Knister und Trüffelchen, zwei magische Füchse frei. Diese Haustiere bezahlst du mit Licht. Oh krass, wir bekommen sogar Haustiere. Hier, der Segen des Frohmuts. Schalte eine tägliche Quest frei, in der du jede Menge Licht gegen Pferde-EP eintauschen kannst. Okay, das wird eigentlich ganz krass. Aber ich denke, ich werde das hier jetzt freischalten, aber dafür muss ich noch ein paar Lichter suchen. Also, let's go. Ich habe jetzt 200 Lichter gesammelt. Was wollte ich nochmal freischalten? Nee, nicht das hier. Nein. Irrlichter. Ah, nee, dafür brauche ich mehr. Nee, was wollte ich jetzt freischalten? Muss ich das hier freischalten? Ach so. Okay, jetzt kann ich das hier freischalten. Aber ich habe nicht mehr genug Dinger. Dann machen wir halt das hier. Ah, jetzt können wir das hier freischalten. Hier bekommen wir auch etwas. Runensteinkaninchen, oh mein Gott.
Okay, und bei der Erde können wir nichts machen. Okay. Krass. Ja, gut. Dann sammle ich halt weiter. Okay, ich habe jetzt genug, um die Irrlichter zu freizuschalten. Jetzt mal gucken, wie es so aussieht. Da hinten leuchtet irgendwie die ganze Zeit was komisch. Mal schauen. Vielleicht sehen wir jetzt ein Irrlicht. Das sollte eigentlich so aussehen, oder? Keine Ahnung. Mal gucken. Hier ist einer. Sie dem folgen. Warte, ihr Lichtlein. Boah, die Musik ist geil. Die Musik ist krass. Dieser Ding hin. Hä? Oh, wir haben was 10 oder so bekommen. Okay, krass. Okay, krass. Super, dann können wir jetzt auch noch was freischalten. Vielleicht dieses Gartenpulver-Dings im Shop, sodass wir da was kaufen können. Wo war es nochmal? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall machen wir als nächstes das hier. Das heißt, ich muss noch 50 finden. Mal gucken. Ich habe vorhin völlig vergessen, dass wir hier eine Quest freigeschaltet haben. Die machen wir jetzt. Elvis, du hast die Glühwürmchen gesehen. Jetzt wird es Zeit, mehr. Alter, ich hab's weggeklickt. Jetzt wird es Zeit, mehr über Irrlichter zu erfahren. Ja, ich habe schon ein paar Irrlichter gefangen. Irrlichter sind kleine Kreaturen, die nicht einfach zu entdecken sind. Sie tarnen sich gerne als Glühwürmchen, aber wenn du dich ihnen näherst, erkennst du vielleicht die Wahrheit. Diese Irrlichter haben ziemliche flinke Flügel. Wenn du dich ihnen näherst, fliegen sie weg, aber folge ihnen schnell, denn sie führen dich zu ihren versteckten Schätzen. Dann lass uns ein Irrlicht finden. Okay, weil ich habe ja schon ein paar gefunden. Die haben mir jeweils immer 20 Lichter hier gegeben. Das ist eigentlich praktisch. Ach so, das ist die Quest also. Deswegen ist da ein Irrlicht. Alles klar. Jetzt habe ich es auch verstanden. Das ist ein Irrlicht, das sich als Glühwürmchen getarnt hat. Schnell, folge ihm. Okay, folgen wir ihm. Oh, da war ein Samen. Wo gehst du hin, ihr Lichtlein? Findest ihr Lichtli? Aha, da. Okay. Alles klar, wir haben fast 300 wieder. Okay. Das mit den Irrlichtern geht sehr, sehr schnell. Oh, da war schon wieder ein Dings. Ja, wir haben jetzt 5. Wir können eine Tasche freischalten. Das ist ja krass. Okay. Gute Arbeit, Evis. Halte immer schön die Augen offen. Jedes Glühwürmchen könnte ein Irrlicht sein. Folge ihnen schnell, um sie zu fangen. Okay, das ist super. So, dann haben wir hier. Was hatte ich vorhin gesagt, was ich freischalten möchte? Das hier, oder? Irrlichter sammeln gerne kleine Schätze, die ihnen begegnen. Gewinne ihre Versteckspiele und vielleicht belohnen sie dich mit Gartenpulver. Du kannst von gefangenen Irrlichtern Gartenpulver erhalten. Freischalten. Okay. Dann haben wir hier. Was ist das? Hemera und Antea kehren zurück. Das ist eigentlich sehr interessant, finde ich. Fröhliche Lichter. Das Gimmelfirma wird aus kurzer Entfernung zu dir herangezogen, sodass du es leichter einsammeln kannst. Okay, das ist nicht wirklich nützlich. Das hier, die uralte Kunst des Runenschnitzens.
Und mehr über die. Damit schaltest du Runenschnitzenkunst-Rätsel frei. Okay. Das machen wir. Aber zuerst möchte ich eine Tasche freischalten, denn das habe ich auch noch nicht gemacht. So, mal gucken. Hier nehmen wir noch ein paar Glühwürmchen mit. Und hier sind mega viele unterwegs gerade. So. Und da hinten irgendwo war noch eine Tasche. Ah, da ist ein Irrlicht, aber ich verliere ihn gleich. Warte, du Irrlicht. Gott, ey. Die sind ja schnell. Okay, der ist nicht weit gegangen. Hier, so. Wo war nochmal die Tasche? Jetzt habe ich mich irgendwie verloren. Oh Gott, wo war die? Ah, da. Da, genau. Hier ist eine Tasche. Mal gucken. 300 EP für unser Pferd. Krass. Wie cool. Das können wir nicht anklicken. Aber wir haben es bekommen. Hier. Wir haben jetzt 307. Okay, alles klar. Aber ihr Lieben, ich würde mal sagen, dass wir... Oh, wieder ein Irrlicht folgen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Es würde mich sehr, sehr freuen. Aktiviert die Glocke, um nicht mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch viel Spaß hier beim Glühwürmchen sammeln und so weiter. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.